Dann willkommen zur Pressekonferenz nach dem 87-71 Sieg Ratiopharm Ulms über die Gießen 46ers. Dennis Wuhr, Head Coach aus Gießen. Dennis, dein erstes Statement zum Spiel. Herzlichen Glückwunsch an die Ulmer und das ganze Team und den Coach für einen sehr verdienten Sieg. Ulm hat heute mit sehr viel Energie gespielt, mit sehr viel Athletik und Physis. Und das sind genau die Gegner, gegen die wir in dieser Saison eigentlich immer schlecht aussehen. Wir schaffen es einfach nicht, sobald es physisch wird, dann noch die Konzentration oben zu halten, Entscheidungen zu treffen, offensiv wie auch defensiv, die sinnvoll sind, die es einem dann auch vielleicht erlauben, im Spiel zu bleiben, sondern haben dann eben eine Tendenz, in Einzelteile zu zerfallen. Und das war eben heute auch wieder leider der Fall. Abgesehen davon haben wir uns von den 22 Punkten von Deshaun Butler aus der ersten Halbzeit nie wirklich wieder erholt. Wir haben noch 4 Spiele, unter anderem in Ulm und in Ludwigsburg und in Berlin. Da wird es genauso physisch, das sind Playoff-Teams und da haben wir nochmal 2 Chancen, vielleicht doch nochmal gegen eine solche Mannschaft dann eben auch wie eine Mannschaft, wie ein Playoff, was sind wir? Anwärter? Nee, nicht wirklich. Was sind wir? Verfolger? Dann uns auch zu präsentieren, weil mit der Art und Weise, wie wir heute gespielt haben, haben wir natürlich da oben nichts verloren. Danke dir, Dennis. Thorsten, Dennis hat es angesprochen, die Physis, dass das gelungen ist, trotz eines sehr dezimierten Kaders, das ist sicher auch ein Punkt, der dich ein bisschen stolz macht. Ja, so ist es. Erstmal danke, Dennis, für die Glückwünsche. Ich glaube, da gibt es nicht allzu viel hinzuzufügen. Wir haben es geschafft, mit einer sehr hohen Intensität zu spielen, was wir in den letzten Wochen schon öfter was uns schon öfter gelungen ist, heute wieder von den ersten Minuten an, hatten gleich eine deutliche Führung und haben diese Intensität mit Ausnahme der letzten 3 Minuten des ersten Viertels auch das ganze Spiel über gezeigt. Und diese Physis, diese Intensität, dem Gegner keine einfachen Punkte zu geben, hat dazu geführt, dass wir A, Gießen bei 71 Punkten gehalten haben und B, dass es auch offensiv ein bisschen leichter lief. Wir haben 17 Ballverluste teilweise forciert, die sorgen natürlich auch für Optionen im Schnellangriff, die konnten wir verwerten. Wir haben Selbstvertrauen getankt durch die physische Spielweise. Auch unser Rebound-Verhalten war nahezu fehlerlos und deswegen können wir wirklich zufrieden sein, erst recht, wenn man bedenkt, dass bei uns wichtige Spiele heute gefehlt haben und das natürlich auch eine Energieleistung ist, mit einer relativ kleinen Rotation so eine physische Leistung abzurufen. Bevor es an die Fragen geht, wie immer Handzeichen geben, vielleicht noch ein Hinweis an mich oder von mir. Der letzte Dreier von Peer, sein 14. Punkt heute, war sein insgesamt 3000. in seiner Karriere. Das als Hinweis. Kann man machen. 2 Fragen an Thorsten Leibenhardt. Erstens, gibt es heute ein Sonderlob für einen Spieler, also sprich für Butler? Ja, natürlich war seine Leistung von der 3-Punkte-Linie sehr stark. Ich bin aber nie derjenige, der sich so besonders darüber freut, wenn ein Spieler viele Punkte macht. Ich freue mich darüber, dass er sehr stark gereboundet hat. Ich freue mich über die 7 Rebounds und 7 Assists von Taylor Brown mindestens genauso wie über die 27 Punkte von Deshaun Butler. Dass er ein sehr guter Dreierschütze ist, das wissen wir. Und da kann man ihm zu einer tollen Leistung gratulieren, aber gleichzeitig er hat den Ball ja nicht nach vorne gedribbelt und es einfach abgestoppt. Wir haben es als Mannschaft auch geschafft, ihn in Szene zu setzen und deswegen muss man das Lob auch an die Mitspieler richten. Okay, Frage 2. Ihr habt heute zum 2. Mal nacheinander mit 5 Amerikanern spielen müssen. Habt ihr noch einen in der Hinterhand? Wir haben noch 2, aber die sind beide verletzt. Einen dritten mit Standby-Vertrag? Nein. So, weitere Fragen an die Coaches? Wenn dem nicht der Fall ist, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend.